Ah ja. Hier. Aha. Ach, der Soundmuffler hat nicht nur die Geräusche weggenommen, der nimmt alle Geräusche weg, auch das Essen und so. Das ist ja auch mal spannend. Okay, kümmern wir uns jetzt hier um die Rolling Machine, dass die jetzt weiter oder dauerhaft versorgt wird. Dafür grabe ich mich erstmal einfach ein bisschen runter. Komme ich hier an? Okay. Denn ich wollte jetzt wissen, halt, ob da unten irgendwo ein ME-Kabel zur Verfügung steht oder ob ich mich jetzt halt hier irgendwie ja durchbauen muss. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass ich mich hier komplett durchbauen muss. So, den nehmen wir mal raus, die packen wir mal rein und dann packen wir die Fassaden mal rein. Nee, 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 nee. Das ist verkehrt. Verdammt. Komm, die zwei machen wir wieder hier zu. Einmal und zweimal. Zack, zack. Weil das ME-Kabel wird doch mit Fassaden abgedeckt. Also mit diesen anderen Fassaden. Davon sollte ich ja noch einige am Staate Deutschland haben. Die Frage ist jetzt nur, wo läuft hier noch ein Kabel? Hier. Ich höre nur die ganze Zeit dieses blub, 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 blub und das macht mich nervös. Machen wir einfach mal so. Weil da sollte ja ursprünglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste hier ursprünglich so oder so, oder sollte hier ursprünglich so oder so ein AE-Kabel langlaufen. Achso, da steht noch auf. Okay. ME. Na super, haben wir ja richtig viel. Crafte er mir 128 Stück. Tschüss, mach mal. So, mit dem bisschen ME-Kabel, das wir haben, gehen wir hier mal lang. Ist der, sag ich doch. Hä? So. Flop. Okay, dann hier runter. Hier lang. So, da ist das ME-Kabel erstmal alle. Uah, jetzt muss ich überlegen. Facade. Quellblock. Können wir mal reinpacken. Und D brauchen wir. ME. Da haben wir schon mal das Kabel. Und dann brauchen wir Standard Import. Das kann Basic sein. Wie immer halt. Was dauert denn das so lange immer? Hör mal. Schon wieder kein Glas mehr, oder was ist da los? Nö. Sand. Eins, zwei, ja, egal, machen wir erstmal zwei Stück. Ach du Scheiße, die PTF? Ach so, weil er schon. So, da mal schnell mit rein. Obwohl, wenn ich jetzt ein tiefer gehe, dann brauche ich ja eigentlich keine Fassaden. Und dann, ja, obwohl ich jetzt. Ja, ist eigentlich egal. Das ist eigentlich völlig Mumpe-Pumpe. So, Import. Hast du fertig? Hast du fertig. So, Export brauche ich jetzt einen besseren. Export. Da brauche ich entweder ein Precision oder ein Fuzzy. Ich nehme mal ein Precision. Präzision. So. Fangen wir damit mal an. Export-Bus. Den machen wir von. Den befüllen wir einfach von unten den Apparat, den Automat, wie auch immer. So. Okay. Dann brauchen wir. Haben wir Iridiumplatten? Nö. Ups, aber den ganzen anderen Scheiß nochmal. Alloy! Und ups, Diamant. Diamond Dust.
gerade kein Iridium am Stissel, das ist schlecht. Okay, kann ich auch... Ja, kann ich nicht aus der Maschine ziehen, glaube ich, ne? Oder doch? Warte mal. Der soll da rein? Dahin. So, und jetzt soll da Diamantenstaub rein. Kann er ja noch gar nicht befüllen. Ich wundere mich gerade, warum er das noch nicht befüllt. Ja, pff, wie denn auch? So, habe ich jetzt das Marble? Ne, habe ich noch auf Tasche. Können wir hier eigentlich zumachen, dann arbeite ich hier komplett mit Fassaden. So. Da muss einmal der hin. Da kann mal ein Block rein. Können wir auch einen ganz normalen Dirt-Block nehmen. So, und dann brauche ich einen Import-Bus, weil er soll das Ganze ja auch importieren. Ja, ist ja auch kein Wunder, dass er das nicht macht. Alter, ey, ist ja immer noch nicht verbunden. So, jetzt ist das verbunden. So, den einen hat er rausgezogen. Und alles andere füllt er jetzt auf. Stack-Mode. Ja, siehste. Sauber. Das klappert. So, Quellblock. So, jetzt aber. Halt. So. Und jetzt der Import-Bus. So. Das ist, gelinde gesagt, scheiße. Ist das hier überall so? Ist mir nur gar nicht aufgefallen. Bäh. Ja gut, okay. Man kann hier mal gewinnen, ne? So, und jetzt machen wir das hier zu. So, schön zumachen. Das alte Kabelgedönse. Jetzt brauche ich die anderen. Die haben wir hier. So. Und dann haben wir jetzt quasi die Iridium Reinforced Plate Produktion automatisiert. Apropos Iridium Reinforced. Also, aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Immer noch Data Orb oder was? Was sagt er denn jetzt hier? Einmal die Hälfte, einmal die Hälfte. Nein, ja. So und so. Stunden später. Ich sag ja, hier kommt einfach zu wenig Energie an. Das ist das Problem. Das Problem ist, hier müssen... Diese zwei Maschinen müssen 8000 EU ankommen. Kommen aber nicht, hier kommen nur 512 an. Und selbst wenn ich denen 2000 EU gebe, selbst dann ist es wahrscheinlich noch zu wenig. Und was heißt wahrscheinlich? Selbst dann ist es noch zu wenig. Warte mal, warte. Was wäre denn, wenn ich den beiden... Wenn ich von da abgehe, so wird hier einmal rüber. Da muss ich nur aufpassen, ne? Wie viel können die beiden denn jetzt ab? Ich habe die, glaube ich, schon mal geupgradet. Ich weiß das jetzt aber nicht mehr hundertprozentig. Der kann ab 512. Und der kann ab 512. Okay, denn ich weiß, dass ich im AE-Netzwerk schon so eine... Mir juckt die Nase heute. Was ist denn los? Ich kriege noch ein paar drauf oder was? Ist ja unglaublich. HV. Genau, ich habe da nämlich schon mal was vorbereitet. So, die 5 nehme ich mir einfach mal. Die Labatron packe ich da mal zurück. Einmal kurz zum Zeigen. HV. Bindestrich. Da haben wir es. Na, also im Assembly Machine ein normales Transformer Upgrade und ein HV Transformer und dann 160 Sekunden warten und fertig ist. Ja, also es ist recht einfach. So. Ach, da war ja was. Da war ja was. Hä? Hat er dem jetzt ein... Wo ist portabler Scanner? Der kann jetzt ab...
512 EU per Tick. Der kann jetzt ab 2048. Hä? Was? Der kann jetzt... Der 2 gefressen... Okay, der kann jetzt 8092 EU ab. Und der hier? Nach wie vor 512. Hä? Jetzt kann das aber nicht mit dem laufenden Prozess... Der hat einen laufenden Prozess. Und der hat halt auch einen laufenden Prozess. Womit kann das jetzt zusammenhängen? Womit kann das jetzt zusammenhängen, dass der das nicht will? Also so erschmarren. Das ist doch schon wieder behindert, oder was? Wenn ich das nur so sagen darf. Ah, ajo, warte mal. Halt, stopp. Der hat jetzt, der kann haben... 1 Million Energie, 4 Transformer-Upgrades. Jetzt muss ich nämlich erstmal gucken. Der hat 4 Overclocker-Upgrades, 4 Transformer-Upgrades. Mehrere EU-Capacity. Und bei mir, Progress, Meta. Okay. Ich nehme an, das liegt an diesen Upgrades. Hat der Upgrades drin? Batterie-Upgrades. Ja, hat er, aber bei weitem nicht so viel. Wie viel hat denn der jetzt hier? 3 sind 100.000. Und der hier? 1 Million. 1 Million. Okay, gehen wir mal einfach zum AE-Netzwerk und dann hauen wir uns da Energy, heißen die glaube ich, Energy Storage, Upgrade. Bau er mir 10, Scherge. Fang er an. Also ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun hat. Dass das deswegen nicht funktioniert. Alles andere, also ich denke echt gerade angestrengt drüber nach. Alles andere macht jetzt wenig Sinn. So, 9 Stück reicht erstmal. Warum macht er den 10. nicht? Was fehlt wieder? Ach, guck mal an, RE-Batterien. Da war ja was, RE-Bindestrich. Craft 64. Tschüss. So, ich hau mal einfach die 9 Stück da rein, oder? Die gehen da gar nicht rein. Hä? OTBMS. Overclocker, Transformer, B, Battery. M, Minecraft Joule und S ist Sound Muffler. Ja, aber warum nimmt der jetzt gar nichts? Ist der verbuggt oder was? Der wird gleich wieder sagen, oh danke. Sei doch, der sagt wieder, oh danke. Aber was ist mit dem anderen nicht richtig? Ich bin Owner. Cracktech Assembler. Hardness 10. Blast Resistance 10. Max Safe Input 512. Contain. Energy Stored wenig. 4 und 2. Hat 100.000 EU. Aber das sind die Upgrades.